Hätte man vor 500 Jahren eine weltweite Umfrage durchgeführt und hätte die Menschen gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass die Welt, in der wir leben, das Produkt eines intelligenten Konstrukteurs ist, dann hätten die meisten Menschen spontan mit Ja geantwortet. Wenn man dasselbe heute machen würde, dann wäre die Antwort nicht viel anders. Stellt man diese Frage allerdings den Menschen in Europa, dann gucken die meisten einen anderen, als hätte man gefragt, ob man sich vorstellen könnte, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Oder das Monster von Loch Ness. Es stellt sich die Frage, woher diese ablehnende Haltung kommt. Es muss ja irgendein Argument dagegen geben. Sonst könnte man ja diese Position so einfach nicht vertreten. Es gab im letzten Jahrhundert Wissenschaftler, die haben gesagt, am Grund des Ozeans gibt es kein Leben. Die haben das aber nicht einfach so gesagt. Die hatten eine lange Argumentationskette, die sie dahin geführt hat, dass das nicht sein kann. Was spricht jetzt dagegen? Was spricht gegen intelligentes Design von dieser Welt? Bisher habe ich nur ein einziges wirkliches Gegenargument gehört. Ein Argument, wo die Leute sagen, das passt nicht zusammen. Das kann nicht sein. Und das ist, woher kommt es, dass diese Welt ungerecht ist? Wenn das hier ein vollkommenes Design wäre, dann würden wir da vollkommene Gerechtigkeit erwarten. Aber das ist überhaupt nicht das, was wir beobachten. Und das ist richtig. Wir schauen uns an, wie die Menschen in Europa leben, und man sieht sofort, dass es nicht allen Menschen in allen Kontinenten genauso gut geht. Offensichtlich ist das erstmal eine Ungerechtigkeit. Aber wie wollte man eine gerechte Welt konstruieren? Diese Welt kann eigentlich, so wie sie aufgebaut ist, überhaupt nicht gerecht sein. Ein siebtes Beispiel. Wir stellen uns einen Mann vor, der einem anderen Menschen das Leben genommen hat. Und wir denken jetzt allein in den Dimensionen der Gerechtigkeit. Wir reden nicht über Milde, Barmherzigkeit, Resozialisierungsprogramme, das lassen wir alles außen vor. Wir reden allein über Gerechtigkeit. Dann könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, okay, er hat einem Menschen das Leben genommen, dann nehmen wir ihm auch das Leben. Und das könnte man ja gerecht nennen. Was macht man jetzt mit jemandem, der 100 Menschen das Leben genommen hat? Kann man ihm 100-mal das Leben nehmen? Oder was macht man mit jemandem, der einem Menschen das Leben genommen hat, der für die Versorgung von 20 Kindern zuständig war? Und er selber ist vielleicht ein Einzelgänger. Keine Freunde, keine Verwandten. Eigentlich würde ihn niemand vermissen. Wäre das Gerechtigkeit, wenn man beiden das Leben nimmt? Diese Welt bietet überhaupt keine Möglichkeit, so etwas wie Gerechtigkeit herzustellen. Soll man das jetzt einfach so akzeptieren? Ja, dann hat halt jemand was Ungerechtes konstruiert. Diese Beobachtung sollte einen eigentlich zu einer anderen Schlussfolgerung führen. Wir beobachten nämlich dasselbe in vielen Firmen auf der Welt. Wenn man in eine größere Firma kommt und schaut sich die verschiedenen Arbeiter an, dann sieht man einige, die arbeiten vielleicht 4 Stunden am Tag und andere, die arbeiten 8 Stunden. Man sieht dort Leute arbeiten, die machen einen Job, den könnte jeder machen. Man braucht überhaupt keine Qualifikation dafür. Man sieht andere, die mussten jahrelang studieren. Das heißt, man sieht lauter Menschen in lauter verschiedenen Zuständen, mit lauter verschiedenen Bedingungen. Ist das alleine schon ungerecht? Ungerecht wäre das erst in dem Moment, wenn diese Menschen am Ende des Monats alle gleich bezahlt werden. Aber wenn am Ende des Monats ein individueller Ausgleich stattfindet, für jeden entsprechend seiner Arbeitsleistung, seiner Qualifikation und seiner Arbeitszeit, dann ist das auch nicht mehr ungerecht. Und dasselbe müsste man bei dieser Welt erwarten. Was man beobachtet, ist richtig. Gerechtigkeit gibt es hier nicht. Aber das sollte einen zu der Überlegung bringen, dass irgendwann einmal ein Ausgleich dafür stattfinden muss. Und dieser Ausgleich, der kann ja auf das Atom genau sein. Und dann ist das gesamte Konstrukt dieser Welt auch nicht mehr ungerecht. Stellen wir uns mal für einen Moment vor, wie eine gerechte Welt aussehen würde. Ich behaupte, das wäre der absolute Albtraum. Kein Mensch wollte in so einer gerechten Welt leben. Wie sähe eine gerechte Welt aus? Spontan denkt man immer an Menschen in Afrika. Wie in Europa, wir haben so viel, wir haben alles Mögliche zu essen. Und da gibt es viele Kinder, die nagen am Hungertuch, die haben nichts zu essen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist ungerecht. Wir geben den Menschen in Afrika dasselbe zu essen wie in Europa.
Und wir wollen ja vollkommen gerecht sein. Wir machen dieselbe Auswahl, dieselbe Menge, alles exakt gleich. Jetzt könnten die Menschen in Europa sagen, ja, wir sehen die Menschen in Afrika, die haben viel weniger Theater im Sommer mit Sonnenbrand oder vielleicht später mal mit Hautkrebs und ähnlichen Dingen, allein aufgrund ihrer Hautfarbe. Die haben kein Theater damit, egal wie heiß es draußen ist, bei denen ist alles in Ordnung. Klar ist das ungerecht. Die Menschen in Afrika, die haben damit einen Vorteil. Man könnte auch das ausgleichen und sagen, wir geben allen Menschen auf der Welt die gleiche Hautfarbe. Jetzt könnten wieder die Afrikaner kommen und sagen, ja, aber ihr in Europa, ihr habt doch viel besseres Wetter. Wir hier jeden Tag 40 Grad im Schatten und ihr habt das schöne, gemäßigte Klima. Kann man auch ausgleichen. Wir machen eine vollkommen gerechte Welt, wir geben allen Menschen das gleiche Wetter. Jetzt kommen irgendwann die Chinesen. Und die sagen, in Europa, die Menschen, die sind im Schnitt 12 Zentimeter größer als wir. Die kommen viel besser an die Sachen oben im Schrank ran. Kann man auch machen. Wir geben allen Menschen die gleiche Größe. Und spätestens jetzt kommen die Frauen. Und die sagen, wir haben so viel Theater mit Schwangerschaft und Geburt. Das könnten wir auch ausgleichen. Wir könnten das Gleiche aus den Männern geben. Und spätestens jetzt kommen die Männer und sagen, ja, so schlimm ist eine ungerechte Welt aber auch wieder nicht. Aber wir wollen vollkommene Gerechtigkeit herstellen. Wir geben allen das Gleiche. Und wenn man dieses Spielchen weiterführt, dann kommt man am Ende dabei heraus, dass in einer vollkommen gerechten Welt jeder Mensch exakt die gleichen Eigenschaften hat und in jedem Augenblick exakt das Gleiche tut und exakt das Gleiche empfindet. Und gäbe es nur einen Menschen, der einen Zentimeter größer wäre als die anderen, dann wäre das schon wieder ungerecht. Gäbe es einen Menschen, der einen Augenblick in seinem Leben glücklicher wäre als die anderen, dann wäre das schon wieder ungerecht. Das wäre eine Welt mit Robotern. Die gerechte Welt wäre ein Albtraum. Wenn jetzt nichts dagegen spricht, gegen einen intelligenten Konstrukteur, was spricht jetzt dafür? Man sollte ja in der Lage sein, ein oder zwei Argumente dafür zu finden. Wir wissen erst einmal, dass diese Welt einen Anfang hat. Heute wissen wir das aufgrund der Urknalltheorie. Aber das ist nichts Neues. Die Menschen in der Antike haben das Gleiche schon gesagt. Der griechische Philosoph Aristoteles sagte, diese Welt, die kann nicht ewig existieren. Und er hat ein ganz einfaches Argument. Er sagte, wenn es die schon ewig gäbe, dann wären wir heute gar nicht hier. Das ist wie im Supermarkt, wenn man sich an einer Kasse anstellt. Und man stellt sich vor, die Schlange vor einem ist unendlich lang. Man kommt nie an der Kasse an. Stellen wir uns diese Welt vor mit einer unendlichen Vergangenheit. Man kommt nie am heutigen Tag an. Jetzt sagen wir, die Welt hat einen Anfang. Daraus folgt automatisch, dass dieser Anfang auch eine Ursache haben muss. Denn ich glaube, es gibt ein Prinzip, in dem sich alle Menschen auf der Welt einig sind. Von nichts kommt nichts. Da könnte man einen Menschen hier fragen, genauso gut wie einen Eskimo am Nordpol oder einen Indianer im südamerikanischen Dschungel. Von nichts kommt nichts. Kausalität. Wenn es an der Tür klopft, würde man nie akzeptieren, dass das einfach so passiert ist. Wenn hier vor mir ein Glas Wasser stände, und das hüpft plötzlich vom Tisch. Akzeptiert kein Mensch, dass das einfach so passiert ist, ohne eine Ursache. Wenn man nicht akzeptieren kann, dass es an der Tür klopft, ohne eine Ursache, dann kann man noch viel weniger akzeptieren, dass ein ganzes Universum entsteht, ohne eine Ursache. Aristoteles hatte einen Zeitgenossen namens Platon. Und er hatte ein ganz anderes Argument. Platon sagte, Design ist ein Beweis für einen Designer. Das war sein Argument. Design ist ein Beweis für einen Designer. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Beides sind Bilder von Bergen. Der eine Berg, der ist im Laufe der Jahrtausende einfach vor sich hingewachsen. Der andere Berg wurde von Menschenhand minimal designt. Ich zeige mal beide Bilder, mal gucken, ob ihr herausfinden könnt, welcher designt wurde, welcher gewachsen ist. Bild Nummer 1. Und Bild Nummer 2. Ich denke, niemand hat mehr als eine Sekunde gebraucht, um herauszufinden, welcher von beiden designt wurde. Design ist eine Sache, die man erkennt, und zwar auf Anhieb. Und man würde auch nie eine andere Erklärung außer Design dafür akzeptieren. Man stelle sich einmal vor, man läuft durch die Wüste und man kommt plötzlich an einen Palast. Und dann fragt man jemanden, wer hat den Palast gebaut? Und der antwortet, den Palast, den hat gar keiner gebaut.
Vorgestern gab es ein Erdbeben. Und da flogen so Steine raus und die stapelten sich übereinander und als das Erdbeben vorbei war, war der Palast da. Was würde man ihm sagen? Ja, nee, ist klar. Design ist eine Sache, die man auf Anhieb erkennt. Design zeichnet sich durch eine Genauigkeit, durch Präzision aus. Ein Berg, der kann im Laufe der Jahrtausende wachsen, wie er will, es ist immer ein Berg, egal wie der aussieht. Damit er aber die Form von 4 amerikanischen Präsidentenköpfen bekommt, muss man ihn designen. Dasselbe mit einem Haufen Steine. Ich kann ihn übereinander stapeln, wie ich will. Das ist immer ein Haufen Steine. Damit er aber aussieht wie ein Palast, muss ich dem Ganzen ein Design geben. Ein Universum, das kann aussehen, wie es will. Es ist immer ein Universum. Ein Universum, das die Möglichkeit bietet, dass Menschen sich darin aufhalten, braucht eine ganz bestimmte Form. Und das zeichnet Design aus. Wir wissen bereits, dass dieses Universum einen Anfang hatte. Und zwar in diesem Urknall. Am Anfang war dieses ganze Universum vereint in einem stecknadelkopfgroßen Materieball, könnte man sagen. Und der hat sich irgendwann ausgedehnt. Das macht er nicht einfach so. Eigentlich, wenn ich so eine Masse zusammen habe, die will sich gar nicht ausdehnen. Die wird durch ihre eigene Anziehungskraft zusammengehalten. Aber wenn man eine gewisse Energie reinsteckt, fängt die an, sich auszudehnen. Und das ist ja hier passiert. Und das muss eine ganz präzise abgestimmte Energie sein. Man kann nicht irgendeine dafür nehmen. Man stelle sich einmal vor, man hat ein Gummiband und man befestigt einen Stein daran. Und dann wirft man diesen Stein. Wenn man das nicht fest genug macht, dann fliegt der Stein ein kurzes Stück und kommt sofort wieder zurück. Wenn ich das zu feste mache, dann fliegt der Stein so schnell, dass das ganze Gummiband zerreißt. Und dasselbe wäre passiert in diesem Universum. Wäre diese Anfangsenergie, durch die sich das Universum ausdehnt, um ein 100-Trillionstel zu viel gewesen, dann hätte das ganze Universum auseinandergerissen und es hätten sich niemals Sterne und Planeten gebildet. Wäre diese Energie um ein 100-Trillionstel weniger gewesen, dann wäre das ganze Universum schon längst wieder zusammengefallen. Präzises Design. Wir sind heute nur deswegen hier, weil diese Ausdehnung einen ganz bestimmten Wert hat. Das gilt nicht nur für die Ausdehnung. Man könnte die starke Kernkraft betrachten. Das ist die Kraft, die Atomkerne zusammenhält. Wäre diese um ein 100-Trillionstel stärker oder schwächer, dann hätten sich die Atome, die wir kennen, überhaupt nicht so gebildet. Und man könnte noch 20 weitere Eigenschaften von diesem Universum aufzählen, die alle einen präzisen Wert haben müssen, damit wir hier überhaupt existieren können. Und ich rede nicht davon, dass dann in einem anderen Fall das Wetter einfach ein bisschen schlechter wäre. Es gäbe dann überhaupt kein Universum mit Sternen und Planeten. Sagen wir, wir haben schon ein Universum. Dann brauchen wir immer noch einen Planeten, auf dem Leben existiert. Und auch der braucht ganz bestimmte Eigenschaften. Nehmen wir unseren Planeten Erde, der einzige Planet, von dem wir wissen, dass es auf ihm Leben gibt. Wäre diese Erde 5% näher an der Sonne, dann hätte es vor Milliarden Jahren einen gewaltigen Treibhauseffekt gegeben, der alles Leben hier unmöglich gemacht hätte. Wäre diese Erde 2% weiter weg von der Sonne, dann hätte es vor Jahrmilliarden eine gewaltige Eiszeit gegeben und die hätte Leben auf der Erde unmöglich gemacht. Wir leben hier, weil die Erde genau diesen bestimmten Abstand hat. Wir beobachten auf der Erde die 4 Jahreszeiten, von der auch unser Leben abhängt. Die kommen nicht einfach so. Die kommen deswegen zustande, weil die Erdachse um einen ganz bestimmten Wert geneigt ist. Um 23,5 Grad. Dadurch kommen diese Jahreszeiten zustande. Das müssten nicht 23,5 Grad sein. Das könnten auch 75 Grad sein. Warum nicht? Für einen Planeten kein Problem. Aber dann hätten wir ganz extreme Jahreszeiten. Im Sommer 80 Grad im Schatten. Das könnten auch 0 Grad sein. Warum überhaupt eine Neigung? Ein Planet braucht keine Neigung. Dann hätten wir überhaupt keine Jahreszeiten. Aber wir haben einen Wert, der das Ganze perfekt macht für diese gemäßigten Jahreszeiten. Normalerweise würde diese Erdachse im Laufe der Zeit auch anfangen zu kippen. Die würde irgendwann 75 Grad annehmen. Und dann hätten wir unseren schönen heißen Sommer. Der Grund, warum das nicht passiert,
ist der Mond, der um die Erde kreist. Der zieht die immer so ein Stückchen gerade. Jedes Mal, wenn die Achse so ein bisschen kippt, dann zieht der Mond die wieder in seine Position. Hätten wir diesen Mond nicht, dann wäre die Achse schon lange ein bisschen umgekippt. Das Interessante ist, wo dieser Mond überhaupt herkommt. Man geht heute davon aus, dass vor ungefähr 4 Milliarden Jahren irgendein Komet die Erde getroffen hat, hat die Erde, die Erdachse, in die richtige Position gekippt von 23,5 Grad und gleichzeitig dafür gesorgt, dass ein Mond entsteht. Und dieser Mond sorgt dann dafür, dass die Erde auch in exakt dieser Position bleibt. Welch ein schönes Ereignis. Sagen wir haben schon mal einen Planeten mit schönen Jahreszeiten und einer schönen Temperatur. Das alleine würde uns noch nicht viel weiterbringen. Wir haben hier eine Atmosphäre, die perfekt für das Leben geeignet ist. Wir haben eine hauchdünne Ozonschicht. Die ist wirklich kaum messbar. Aber diese Ozonschicht sorgt dafür, dass wir nicht schon längst an Hautkrebs gestorben sind. Wir haben in unserer Atmosphäre einen Sauerstoffanteil von 21%. Und wir wissen alle, wie wichtig Sauerstoff fürs Leben ist. Ohne Sauerstoff könnten wir gar nicht existieren. Jetzt könnte man ja sagen, warum 21%? Ein bisschen mehr wäre doch viel besser. Warum nicht 25%? Wenn das 25% wären, dann würde auf dieser Erde kaum noch ein Baum existieren. Denn Sauerstoff ist nun nicht nur gut für die Menschen zum Atmen, der facht auch das Feuer an. 1% mehr Sauerstoff in der Atmosphäre erhöht die Waldbrandgefahr um 70%. Bei 25% wären die meisten Wälder auf diesem Planeten vernichtet. Man könnte ja sagen, okay, 21%, vielleicht auch ein bisschen weniger. Wenn man sich nur mal vorstellt, es wären 15%, würden die meisten Menschen schon sterben. Wenn es 18-19% wären, dann könnten wir zwar leben, aber wenn man die Treppen nur hochsteigt, dann würde man schon aus der Puste sein. Diese 21% sind der perfekte Wert für uns. Es ist eigentlich erstaunlich, dass das überhaupt über so lange Zeiträume 21% sind. Denn die Menschen verbrauchen ja eigentlich Sauerstoff. In jeder Sekunde verbrauchen wir Sauerstoff. Warum wird das nicht weniger? Wissen wir, es gibt Pflanzen, die produzieren Sauerstoff. Und das Ganze ist ein ganz fein abgestimmtes Gleichgewicht. Das, was wir Menschen an Sauerstoff verbrauchen, ist das, was die Pflanzen an Sauerstoff produzieren. Würden die mehr produzieren, dann würde der Sauerstoffanteil steigen. Irgendwann so weit, dass zu viel Sauerstoff die Pflanzen vernichten würde. Würden sie weniger produzieren oder die Menschen mehr verbrauchen, würde das Ganze in die umgekehrte Richtung gehen. Das ist Gleichgewicht. Wir haben in unserer Atmosphäre einen Kohlendioxidanteil von 0,04%. Und heute weiß man, dass dieser verantwortlich ist für den Treibhauseffekt. Das hat man im 19. Jahrhundert entdeckt. Da gab es einen französischen Mathematiker, der hat mal ausgerechnet, wie die Temperatur der Erde eigentlich sein müsste. Der hat sich angeschaut, wie viel Energie kommt von der Sonne, die Erde hat so viel Land, so viel Wasser, dann müssten es eigentlich so und so viel Grad sein. Und er hat ausgerechnet, dass die Erde im Schnitt, müssten es hier minus 18 Grad sein. Das sind Temperaturen wie in einem Gefrierhaus. Im Schnitt sind es aber jetzt plus 20 Grad. Dadurch ist er schon auf die Idee gekommen, es muss in der Atmosphäre irgendwas geben, was die Wärme staut, was die hier auf der Erde hält. Und das ist das Kohlendioxid. 0,04%, aber die machen einen Unterschied zwischen minus 18 Grad und plus 20 Grad im Durchschnitt. Sagen wir haben schon einen Planeten, der all diese Voraussetzungen für das Leben bietet. Dann brauchen wir noch das Leben selbst. Aber wie das entstanden ist, das haben wir ja in der Schule gelernt. Vor 4 Milliarden Jahren, da gab es in der Atmosphäre viele Blitze und Temperaturschwankungen. Das hat Lebensbausteine erzeugt, die sind runtergesunken in den Ozean. Und da haben sich die passenden Bausteine an der richtigen Stelle gesammelt, sind kombiniert miteinander und dann kam die erste lebende Zelle heraus. Ich habe hier mein neues Handy. Das alte hat es mit einem Displayschaden dahingerafft. Das ist jetzt brandneu und das ist eine interessante Geschichte, wie ich zu diesem Handy gekommen bin. Das ist Plastik. Die äußere Hülle ist aus Plastik. Und wie wir wissen, wird Plastik aus Öl hergestellt. Und in diesem Handy sitzt ein Siliziumchip. Und Silizium findet man überall auf der Welt, unter anderem auch im Sand. Und Öl und Sand,
Das findet man an bestimmten Stellen auch auf der Welt, unter anderem im Irak. Und da kommt auch dieses Handy her. Das hat angefangen vor 3,5 Millionen Jahren. Da gab es in Irak eine Reihe von Erdbeben. Und eins von diesen Erdbeben, das hat aus dem Erdinneren Lava nach oben gespült. Und diese Lava kam in Kontakt mit dem Öl. Das reagierte weiter zu Plastik und das lagerte sich dann auf einem Stein an. Und das floss dann da so herunter, bis es über einem Stein landete, der genau die Form von diesem Handy hatte. Und dann hat es von oben geschneit, das kühlte das Plastik ab und das erstarrte in genau dieser Form. Und dann schlug auf der Oberfläche in Irak ein Blitz ein. Und der Blitz, der hat den Sand umgewandelt in Silizium. Aber nicht in irgendwelches Silizium. In einen Siliziumchip mit genau der richtigen Programmierung für dieses Handy. Und dann gab es noch ein Erdbeben, der hat diese Plastikhülle über den Chip gestülpt. Und dann kam noch ein Blitz, der das Ganze verschweißt und das Ding war fertig. Und vor ein paar Tagen, ich laufe so durch Irak, ich gucke auf den Boden, hatte ich da ein Handy. Wow, ich schalte es ein und rufe meine Frau an. Unglaublich, oder? Nee, das lernt man in der Schule. Es gab vor ein paar Tagen auf Dreisat ein schönes Video über den Aufbau der menschlichen Zelle. Und die haben das dargestellt wie eine Fabrik. Mit allem, was da drin passiert. Es gibt eine Bauplanabteilung, eine Produktionsabteilung. Es gibt eine Lagerung, eine Recyclingabteilung. Es gibt Wartungsarbeiter, die Reparaturarbeiten durchführen. Es gibt ein komplexes Sicherheitssystem, das nur, sag ich mal, autorisierte Mitarbeiter in diese Zelle hereinkommen. Und das alles in einer Form und einer Komplexität, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Wenn man die größte Fabrik von Siemens besuchen würde, dann würde man feststellen, dass diese es an Komplexität nicht mit der primitivsten lebenden Zelle aufnehmen kann. Wenn man sich nicht vorstellen kann, dass eine Fabrik, ganz egal wie groß, einfach so entsteht, dass man die Bausteine zusammenwirft, auch wenn man ja Millionen dafür Zeit hätte, dann kann man noch viel weniger akzeptieren, dass eine lebende Zelle einfach so entsteht. Sagen wir haben unsere lebende Zelle. Jetzt haben wir ja hier auf der Welt nicht nur lauter lebende Zellen. Wir haben ja Tiere, Menschen, Pflanze etc. Und auch dafür gibt es schon eine Theorie, wie das alles entstanden ist, aus einer einzigen Zelle. Und zwar hat das Leben sich im Laufe der Zeit zufällig verändert, in alle möglichen Richtungen. Und wenn das eine gute Veränderung war, dann hat die sich einfach durchgesetzt. Und wenn nicht, wenn das eine schlechte Veränderung war, dann sind die ausgestorben, die Lebewesen. Okay, betrachten wir mal das Leben damals und heute. Das hat angefangen mit einer einfachen Zelle und heute haben wir lauter Menschen und Tiere auf der Welt. Das heißt, irgendwann einmal in der Zwischenzeit muss es ein Lebewesen gegeben haben mit einem Herzen. Das erste Lebewesen mit einem Herz. Wie das hieß, wann das genau gelebt hat, spielt alles keine Rolle. Aber irgendwann muss es einmal das erste Lebewesen mit einem Herzen gegeben haben. Okay, was macht das Lebewesen mit dem Herz alleine? Damit kann man ja noch nichts anfangen. Das Herz macht erst dann Sinn, wenn man ein komplett ausgebildetes Adernsystem hat. Aber auch das alleine würde einen noch nicht weiterbringen. Das ist immer noch kein Vorteil. Man muss da irgendwas durch dieses Adernsystem durchpumpen. Das, was wir Blut nennen. Und das muss irgendwo produziert werden. Im menschlichen Körper findet das im Knochenmark statt. Und auch Blut ist kein Selbstzweck. Blut transportiert ja Nährstoffe, Sauerstoff etc. Das heißt, man müsste mindestens erwarten, dass dieses Lebewesen auch so etwas wie eine Lunge hat oder irgendetwas anderes, um das Blut mit Sauerstoff anzureichern. Und all das muss quasi über Nacht auf einmal da gewesen sein. Weil nichts davon für sich alleine genommen Sinn macht. Welchen Sinn macht ein Herz ohne ein Adernsystem? Überhaupt keinen. Welchen Sinn macht ein Adernsystem ohne Herz? Überhaupt keinen. Nichts davon macht für sich genommen Sinn. Erst diese Symbiose, das komplette Paket, diese feine Abstimmung aufeinander, das macht Sinn. Und dafür gibt es keine plausible Erklärung. Sagen wir hätten jetzt schon alle unsere Lebewesen. Jetzt beobachten wir auch, dass Lebewesen sich fortpflanzen. Unter anderem wie Menschen das auch machen. Und der Mensch fängt ja an mit einer einzigen Zelle. Wir alle, die wir hier sitzen, wir haben einmal angefangen mit einer einzigen Zelle. Und diese Zelle hat sich geteilt und kopiert. Aus einer Zelle werden zwei.
aus 2 werden 4, aus 4 werden 8, immer identische Kopien. Es gibt keinen Unterschied, das sind immer alles nur Kopien von der ersten lebenden Zelle. Jetzt beobachten wir aber heute den Menschen, und bei dem sind nicht alle Zellen identisch. Die Zelle hier in meinem Haar, die sieht ja nicht genauso aus wie die am Fingernagel oder die in meinem Auge. Wenn dieser Zellberg, wenn der anfängt zu wachsen, dann fangen diese Zellen irgendwann an, sich zu spezialisieren. Den Mechanismus kennt man weiß, wie eine Zelle das macht. Aber woher weiß jede Zelle exakt, worauf sie sich spezialisieren muss? Woher wusste diese Zelle in meinem Haar, dass sie sich auf eine Haarzelle spezialisieren muss? Warum hat die nicht gesagt, ich werde eine Augenzelle? Die kann das genauso gut. Warum hat die Zelle in meinem Fingernagel nicht gesagt, ich werde eine Augenzelle? Woher wusste sie, dass sie sich genau auf diesen Fingernagel spezialisieren muss? Es deutet darauf hin, dass das Ganze von irgendwoher gesteuert wird. Das Ganze passiert nicht einfach so. Schauen wir uns jetzt einmal das Gesamtpaket an. Und lassen mal statistische Berechnungen außen vor. Schauen wir uns einfach nur dieses Universum an, diesen Planeten und das ganze Leben, was darauf existiert. Wonach sieht das ganz spontan aus? Nach einem chaotischen Zufallsprodukt oder nach intelligentem Design? Sieht das aus wie ein loser Haufen Steine oder nicht vielmehr wie ein Palast? Es hat in der Menschheitsgeschichte eine paradoxe Entwicklung gegeben. Wir sind heutzutage in der Lage, den Aufbau dieses Universums und die Funktionsweise besser zu erklären als je zuvor. Das hat aber interessanterweise überhaupt nicht dazu geführt, dass die Menschen noch eher davon überzeugt sind, dass das Ganze ein Produkt intelligenten Designs ist. Das Gegenteil ist passiert. Wie das passieren konnte, ist mir schleierhaft. Man stelle sich einmal vor, ein Forscher wäre mit seinem Jeep in den südamerikanischen Dschungel gefahren. Und er hätte den mitten im Dschungel einfach stehen gelassen. Wäre abgehauen, hätte den Weg nicht zurückgefunden, was auch immer. Und jetzt hätten einige Eingeborene, einige Indianer, die hätten jetzt diesen Jeep gefunden, mit steckendem Schlüssel. Und die hätten sich reingesetzt, wären jetzt einmal rumgefahren. Das sind Indianer, die haben noch nie was von Zivilisation, Technologie, die haben noch nie Zeitung gelesen, die haben nichts damit am Hut. Die sind völlig isoliert aufgewachsen. Die setzen sich in diesen Jeep und drehen ein paar Runden. Was würden die wohl von diesem Jeep halten? Die würden sofort sagen, wow, das ist intelligentes Design. Das muss irgendjemand Intelligentes konstruiert haben. Vielleicht würden einige sogar sagen, das hat ein himmlisches Wesen herabgesendet, aber das spielt nicht mal eine Rolle. Es wäre denen zumindest klar, das ist intelligentes Design. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir gehen 100 Jahre in die Zukunft. Und unsere Indianer sind inzwischen zivilisiert, haben sich weiterentwickelt. Die haben Schulen, Universitäten, Forscher, Wissenschaftler, Ärzte, Ingenieure, Mechaniker etc. Die können inzwischen an diesem Jeep jede Glühbirne und jedes Kabel erklären. Würde die das jetzt zu der Schlussfolgerung bringen, dass dieser Jeep nicht mal das Produkt eines intelligenten Designs ist? Das wäre eher das Gegenteil der Fall. Je mehr sie sich mit diesem Aufbau beschäftigen, desto mehr müsste denen klar sein, wow, was für ein faszinierendes technisches Gerät. Das kann niemals einfach so entstanden sein. Das gilt noch viel eher bei diesem Universum. Ich könnte vor Menschen vor 5000 Jahren akzeptieren, dass die mir sagen, das Universum ist einfach so entstanden. Da hatte man nämlich eine ganz andere Vorstellung davon. Da dachte man, die Erde ist einfach so eine Scheibe, da ist eine Käseglocke drüber, da sind ein paar Löcher drin für die Sterne und die wird manchmal dunkel und hell. Ja, das kann mir jemand als Zufallsprodukt verkaufen, ohne weiteres. Aber heute? Nach dem, was wir alles über dieses Universum wissen? Niemals. Niemals. Es mag für einige Leute rational aussehen, der Überzeugung zu sein, dass das Ganze irgendwie einfach so sich zusammengesetzt hat. Aber meiner Meinung nach ist die Vorstellung, dass irgendwann aus dem Nichts ein Universum wie dieses und im Laufe von 13,8 Milliarden Jahren durch eine Verkettung der aberwitzigsten Zufälle Leben wie dieses entstanden ist, das ist das Irrationalste, was ein Mensch glauben kann.